Herzlich willkommen zur Videoreihe Tech the Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Gleichstrom und Wechselstrom. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Der Gleichstrom fließt, wie es der Name schon andeutet, immer in die gleiche Richtung. Typischerweise fließen die Elektronen von einer negativen Elektrode zu einer positiven Elektrode, wie zum Beispiel in Batterien. Die Stromstärke ist dabei über den Zeitverlauf konstant. Grafisch macht sich dies als eine Gerade bemerkbar. Der Gleichstrom ist entscheidend für kleine und präzise elektronische Schaltungen und findet unter anderem Anwendung in elektronischen Geräten wie Computern oder Handys. Darüber hinaus arbeiten Solarmodule und Batterien ebenfalls mit Gleichstrom. Solarmodule können mithilfe von Sonnenlicht Gleichstrom produzieren und in Batterien kann dieser gespeichert werden. Kommen wir nun zum Wechselstrom. Der Wechselstrom wird als ein Strom definiert, der periodisch seine Richtung und Amplitude ändert. Dies ist zum Beispiel bei Rechteck- und Dreieckspannungen oder sinusförmigen Spannungen der Fall. Die Periodizität der Sinuskurve setzt sich aus einer positiven Halbwelle und einer negativen Halbwelle zusammen. Diese Halbwellen wiederholen sich in bestimmten zeitlichen Abständen. In der Wechselstromlehre gibt man an, wie oft sich die Halbwellen innerhalb von einer Sekunde wiederholen. Das wird auch als Frequenz bezeichnet, welche als Einheit Hertz hat. Zum Beispiel haben wir im europäischen Wechselstromnetz eine Netzfrequenz von 50 Hertz. Dies bedeutet, dass es innerhalb von einer Sekunde 50 positive und 50 negative Halbwellen gibt. Bei der positiven Halbwelle fließt der Strom von links nach rechts. Und während der negativen Halbwelle fließt der Strom von rechts nach links. Sobald sich also das Vorzeichen der Stromstärke ändert, gibt es innerhalb des Leiters einen Richtungswechsel. Im arithmetischen Mittel ist darüber hinaus der Wechselstrom immer gleich 0. Im Durchschnitt heben sich die positiven und negativen Anteile auf. An bestimmten Stellen, genau an dem Zeitpunkt, wo der Strom seine Richtung ändert, ist der Wechselstrom sogar gleich 0. Daher flimmert auch die Lichtbeleuchtung, die mit Wechselstrom versorgt wird. Der sinusförmige Wechselstrom ist der bekannteste Wechselstrom. Diesen verwenden wir oft im Alltag, zum Beispiel mit unseren Steckdosen, für viele Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Mikrowellen. Vor allem wird der Wechselstrom aber auch in der Energieübertragung verwendet. Die Spannung des Wechselstroms lässt sich im Gegensatz zum Gleichstrom nämlich sehr einfach mit Hilfe von Transformatoren anpassen und verändern. Das ist mit Gleichstrom aufwendiger. Gleichstrom und Wechselstrom können in die jeweils andere umgewandelt werden. Dafür werden verschiedene Geräte eingesetzt. Während ein Gleichrichter den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt, wandelt ein Wechselrichter den Gleichstrom in Wechselstrom um. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zum Gleichstrom und Wechselstrom angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie Tech the Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.